jetzt die Pflegenews. Im Studio Sibylle Bulacek. Hallo und grüß Gott, liebe Senioras, Senioritas und Senioren im Haus Sonnenuntergang. Mainz, letzte Woche hat die Firma BioNTech bekannt gegeben, dass sie gegen das blöde Coronavirus endlich einen Impfstoff gefunden hat. Wir schalten jetzt zu unserer Korrespondentin Sibylle Pharmakopoulos nach Mainz. Sibylle, das sind ja tolle Nachrichten. Erste Frage, wann wird der Impfstoff verfügbar sein? Und zweite Frage, wirkt er denn auch? Keine Ahnung. Ich habe versucht, was rauszufinden. Ich habe dort ein paar Mal angerufen, habe da Telefonterror gemacht. Keine Sau geht ans Telefon. Ich habe in der Zwischenzeit, weil es zu lange gedauert hat, selber einen Impfstoff entwickelt. Der ist super. Du? Und was ist da drin? Rotwein, Baileys und eine halbe Ibuprofen. Ach, das ist ja toll. Und der wirkt? Keine Ahnung, aber er knallt. Also ich sag mal so, oral verabreicht ist der Hammer. Vielen Dank, Sibylle, nach Mainz. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Die Querlenker-Demo am Donnerstag hat trotz Verbot stattgefunden. Mehrere Senioren hatten aufgerufen, mit dem Rollator quer zu lenken und sich gegebenen Vorschriften und Maßnahmen zu widersetzen. Sie fordern Netflix und Minibar für die Zimmer und keinen Jackenzwang draußen. Liebe Senioren, seien Sie doch bitte vernünftig. Die Jacke schützt Sie doch, damit Sie gesund bleiben. Lassen Sie die Jacke an. Lotto Schnäbele gibt bekannt, dass diese Woche eine Lottogewinnerin hier aus dem Haus Sonnenuntergang kommt. Frau Grube hat 12,70 Euro gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Übrigens, liebe Senioren, Sie können nur gewinnen, wenn Sie den Zettel auch abgeben. Wir nehmen den gern mit zur Annahmestelle. Wenn Sie den zurückhalten, wird's nichts. Wir schreiben Ihre Zahlen auch nicht ab oder spielen die. So, das war's auch schon wieder mit den Pflegenews für heute. Kommen wir zum Musikwunsch. Den haben wir heute von einer Pflegekraft. Die Evelyn aus dem Wohnbereich Südkorea wünscht sich für die unterbesetzte Nachtschicht von den Beatles Help, Help, I need someone, Help. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ihre Sibylle Bulacek. Präsentiert von Elektro Schlägle.